Karl Imhoff musste als Geschäftsführer des Ruhrverbandes sehen, dass die Ruhr wieder sauber wird. Und dann hat er die Selbstreinigungskraft des Flusses verstärkt durch die Anlage von Stauseen. Muss man sich so vorstellen, vor dem See freifließende Ruhr, 2 bis 3 Stunden Fließzeit, nach Aufstau bei Niedrigwasser 2 bis 3 Tage. Und in der Zeit hat eben der Fluss mit seinen Bakterien und Algen die Möglichkeit, sich selbst zu reinigen.